Paulus den Klassenlehrer spielen mit alle Päckerwürde, doch erst ein Weg in dein Zes, aber du ein Team. Da sind nur du, sein Königisch, stier auf den Sonnenbrunnen und denk Deutsch, naja, allerbest reden, doch ganz so, Geschichte, nichts dagegen, Erdkunde, Geist, Englisch, no problem, Religion, naja, aber das nun Gott gibt oder nicht, wissen muss man was von ihm, Turnen war nix, unübermittliche Abneigung. Musik hören ja, aber singen Tonausfall. Physik? Wo soll denn Physik? Da hätte er noch nie nicht um Physik zu der. Aber was hätte den Rektor gesagt? Die Methodiken aller Fächer haben sie gelernt, in die Sachverhalte knien sie sich hinein. Ja, aber in München hätte das anders heißen. Da hätte den Schauspiellehrer immer gesagt, vergeuden Sie Ihr Talent nicht in den falschen Rollen. Also, was heißt das? Turn wird weg, Musik wird weg, Physik wird weg. Aber woanders, hingehen und Rektor und singen kann ich nie, will ich nie, da kann ich ja wohl nicht. Ich muss nicht was gut denken. Den anderen Tag steige er jetzt Physikstunden an. Also, wenn ich mich auf was besinne, dann besinne ich mich auf den Morgen, wo ich Jakob auf der Schule gegangen bin und für die letzte Stunde, Physikstunde, an der Tür von dem Rektor klopft. Herein, kann ich Sie sprechen? Ja, und um was geht es? Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Moment mal, wieso verabschieden? Haben Sie nicht Physik jetzt? Ja, genau, und deswegen. Physik muss ausfallen, ich habe keine Ahnung von Physik. Nebenbei, ich kann auch nicht singen, ich behalte keine Melodie. Und Turnen ist für mich undenkbar. Ich habe schon als Pimpf gehabt, hat sich psychisch bei mir verfestigt. Der Mann hätte mich anklicken, als konnte ich nicht leugnen, was ich doch für Sie verschiedene Schnaps wäre. Sagen Sie mal, was soll das hier werden, Frauke? Haben Sie getrunken? Nein, im Gegenteil, ich bin völlig nüchtern. Mir tun die Kinder leid, der Allfächerlehrer ist. Doch ein kompletter Unsinn. Schade um Musik, Turnen und Physik. Und ich dürfte haben, du schmiede die Ruhe und du hättest überhaupt keinen Rull mehr. Aber ich hängt die Blause lang an und sehe dann, ja, weiter. Ist doch noch nicht alles, oder? Ich möchte eine Schultheaterarbeitsgemeinschaft gründen, Proben am Nachmittag, jedes Jahr zwei Aufführungen, alle Probenstunden zusätzlich zu meinen Pflichtstunden. Und was sag ich, hey, ja, dann machen Sie das. Und was ist mit Physik, Musik, Turnen? Schade um die Kinder, war das nicht so? Ich helfe nicht. Wo ist Ihre Klasse jetzt? Im Physikraum. Womit beschäftigt? Mit Warten auf mich. Wissen Sie schon, was Sie mit der Theatergruppe spielen wollen? Alibaba und die 40 Räume. Dann gehen Sie jetzt in den Physikraum, erste Probe. Danke. Morgen kriegen Sie Ihren 9-Stunden-Plan. Danke. Und noch etwas. Ja, bitte. Bodenlos frech. Aber vernünftig. Aber ja.